Hallo und herzlich willkommen zum nächsten Modellbau Hobby Shop. Schaut rein. Heute mit dem T14 Armata der Firma Tacom. Der Bausatz läuft unter der Nummer 2029 und ist im Maßstab 1 zu 35. Der Bausatz stammt aus dem Jahr 2015, beinhaltet 11 Spritzlinge, ein Clan-Spritzling, Polycaps, sowie einzeln nochmal Unterwanne, Oberwanne, Turm und seitliche Schürzen. Weiterhin sind enthalten PE-Teile sowie drei Decal-Varianten, zwei Decal-Varianten für eine What-If-Variante sowie eine Decal-Variante für die Victory-Parade des Zweiten Weltkrieges am 9. Mai 2015. Der Bau des Armatas wird in 29 Baustufen vollzogen. Wollen wir einmal einen Blick in die Anleitung werfen. Auf der Titelseite finden wir eine seitliche Zeichnung des T14 sowie eine Geschichte, die in englischer Sprache gehalten wird. Die zweite Seite beinhaltet Sicherheitshinweise, benötigte Farbangaben. Diese sind leider nur zu einer Firma, und zwar zur Firma Ammo of MIG. Dann haben wir noch einmal Hinweise zur Verarbeitung der Decals und wie man die PE-Teile verwendet bzw. bearbeitet. Die nächste Seite beinhaltet eine Übersicht nochmal über den Inhalt des Bausatzes. Und dann geht es auch schon los. Der Beginn startet mit der Unterwanne sowie dem Fahrwerk. Die Bilder sind sehr schön groß gehalten, sodass man auch kleinere Teile, die verarbeitet werden, sehr schön erkennen kann. Das Anbringen der Räder oder beziehungsweise Antriebsachsen wird vollbracht, sowie weitere Ergänzungen an der Unterwanne. Wir haben Einzelgliedketten, die gebaut werden. Hier sehr schön zu sehen, dass wir sogar eine Angabe haben über die Anzahl der Einzelgliedketten pro Seite. Die Einzelgliedketten bestehen einmal aus den eigentlichen Gliedern sowie den Führungszähnen. Diese müssen einzeln aufgebracht werden. Dann geht es weiter mit weiteren Anbauteilen. Auch nicht zu viele Teile erwähnt. Pro Bauschritt kommen wir ein wenig dichter. Es kommt also auch eine Zeichnung nochmal vergrößert, wo man auch noch genauer sehen kann, dass kleinere Teile angebracht werden und wo diese anzubringen sind. Dann geht es auch schon weiter im hinteren Bereich sowie mit der hinteren seitlichen Panzerung, wie diese anzubringen ist. Als nächstes folgt der Turm. Zusammenbau des Kanonenrohrs, leider ein zweiteiliges Kanonenrohr, wo wir somit wahrscheinlich um ein Spachteln schwer herumkommen. Wäre schöner gewesen, wenn es in einem Stück gegossen wäre. Hier sehen wir den weiteren Zusammenbau des Kanonenrohres sowie Ober- und Unterteil des Turmes und weitere Ergänzungen zum Turm. Als nächstes weitere Anbauteile. Dann haben
haben wir auf der nächsten Seite schon die Beendigung des Baus. Hier werden Oberwanne und Turm noch miteinander verbunden. Und auf der letzten Seite haben wir nochmal einen Überblick über weitere Bausätze der Firma Tacom. Weiterer Bestandteil ist eine extra Anweisung zur Bemalung. Hier sehen wir nochmal wiederum die Farbangaben der Firma Ammo of Mick sowie eine Kennzeichnung, wie oder zu welchem Zeitpunkt dieser Panzer gedacht war. Die nächsten beiden Seiten beinhalten zwei What-If-Varianten. Einmal zum Beispiel in einer Wüstenlackierung und auch weitere Farbgebungen des Panzers. Und auf der letzten Seite sehen wir nochmal eine andere Art der Wüstentarnung. Kommen wir nun zum Bestandteil des Bausatzes, und zwar zu den einzelnen Spritzlingen. Hier haben wir den ersten Spritzling, auf dem wir einmal den Unterteil des Turmes haben, sowie den Drehkranz, die seitliche Panzerung für hinten. Drehen wir sie einmal um. Dann haben wir Seile, die gegossen sind, haben aus meiner Sicht eine sehr schöne Struktur eines Stahlseils. Wir haben auch am hinteren Teil des Turmes sehr feine Details angegossen, sowie auch die einzelnen Platten vernünftig erkennbar sind mit schönen Details. Als nächstes haben wir die seitlichen Schürzen. Auch hier haben wir sehr schön feine Details gegossen. Zu sehen, Auswerfermarken auf der Innenseite, diese sind also später nicht zu sehen. Und auch nur kleine Stellen, die bearbeitet werden müssen durch den Anguss. Der nächste Spritzling, der uns vorliegt, beinhaltet das zweiteilige Kanonenrohr sowie weitere Anbauteile. Auch hier haben wir feine Details gegossen, wie kleine Nieten, Schrauben und weitere kleine wie Lautsprecher. Auch hier haben wir eine angeraute Oberfläche, so dass man schön auch diese Struktur des Lautsprechers sehen kann. Ich drehe den Ast noch einmal um. Dann haben wir hier ein Stückchen Kette sowie ganz fein gegossene Strukturen. Kommen wir zu dem nächsten Spritzling. Dieser Spritzling liegt 7-mal bei. Ich zeige allerdings nur einmal den Gussast zwecks Veranschaulichung. Hier haben wir die Laufrollen. Auch hier wieder sehr feine Details gegossen. Schrauben sind sehr schön erkennbar. Dann haben wir hier die Innenseite der Einzelgliedketten sowie sehr schön fein gegossene Führungszähne. Drehe einmal um, damit wir auch einmal noch die andere Seite der Einzelgliedketten sehen können. Hier auch wieder sehr schön fein gegossen und auch sehr detailreich gegossen. Kommen wir als nächstes zum Turmoberteil. Auch hier sehen wir sehr schön gegossen kleine Nieten, Einzelsegmente des Metalls, des dortigen verarbeiteten, sowie auch Verschlüsse
Hier oben haben wir zwar einen Auswerfer, den wir ein bisschen noch bearbeiten müssen, aber das sollte an sich kein Problem darstellen. Die weiteren Auswerfermarken haben wir innen. Dort werden wir sie später nicht sehen. Ist also soweit sehr schön gemacht. Der nächste Gussast wird erstmal noch in Verpackung gelassen. Es handelt sich um die Klarsichtteile. Diese sind sehr schön klar gegossen. Und um sie nicht zu verkratzen, ist es doch besser, dass ich sie jetzt erstmal noch hier drin belasse. Der nächste Spritzling liegt zweimal bei. Hier auch wieder sehr schön feine Details mit Nieten, Schrauben zu erkennen. Weiterhin fein gegossenes Material sowie sehr schön dargestellte Nebelwerfer. Dann haben wir als nächstes die Oberwanne. Oberwanne auch hier wieder sehr schön gegossen. Wir haben hier im Bereich der Lüfter, ich hoffe, man hört es, schöne Lamellen, genauso wie sehr schön wiedergegebene Nieten und Schrauben, Verschlüsse, Griffe sowie Panzerung. Als nächstes haben wir dann die Unterwanne. Auch auf der Unterwanne wieder schön gegossene Kleinteile wie Schrauben und Nieten. Sehr schön dargestellt. Auswerfermarken wieder im Innenbereich, so wie es auch sein soll. Denn irgendwo müssen diese ja hin. Und weitere feine Details. Dann haben wir als Inhalt noch ein paar Polycaps für bewegliche Teile im Bereich des Rohres sowie weitere Anbauteile für den Turm. Dann haben wir einen Ast mit PE-Teilen. Auch diese sehr schön dargestellt. Und als nächstes kommen wir zu den Decals, geschützt durch ein Wachspapier. Hier haben wir die Turmkennzeichnung für zwei der What-If-Varianten. Die Lampen am vorderen Bereich sind auch durch Decals dargestellt. Ich hoffe, man kann sie ein wenig besser erkennen. Und die seitlichen Markierungen für die Variante der Parade. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich würde mich freuen, wenn ihr mich auch weiterempfehlen würdet. Wir werden demnächst wieder ein neues Modellbau-Hobbyshop Schaut rein machen. Ich verlinke noch einmal den Bausatz in unserem Shop sowie die Seite Scalemates und würde mich freuen, wenn ihr einen Daumen da lasst oder auch ein Abo und beim nächsten Mal wieder einschaltet. Viel Spaß und bis zum nächsten Mal.